Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecilia. Da ist das Video, wo viele darauf gewartet haben. 3 Monate HRT. 3 Monate weibliche Hormone. Zumindest fast. Denn hier ist noch eine Pille drin, die werde ich jetzt gleich nehmen. Einfach symbolisch. Besser kann es nicht sein. Und im Grunde genommen sind es auch noch nicht ganz 3 Monate, denn ich habe die Hormontherapie am 12. Oktober gestartet und... Okay, das seht ihr jetzt nicht, weil ich dort bin, aber es ist aktuell der 3.1. Es sind nicht ganz 3 Monate. Aber das hier ist die letzte Pille der ersten Östrogenpackung. Bedeutet, man kann schon sagen, dass es jetzt 3 Monate sind. Ist ja auch egal. Symptome gibt es genug. Ich führe, seitdem ich die Therapie gestartet habe, so ein Tagebuch. Ich hätte jetzt natürlich wieder meinen... spacey, coolen Background nehmen können, aber ich habe gedacht, hey, machst du halt im Hintergrund dein Tagebuch, dann könnt ihr das immer schön mitlesen und das einfach schön aufgeführt. Fand ich besser. Ist ja auch egal, wir nehmen jetzt auf jeden Fall, beziehungsweise ich nehme jetzt die letzte Tablette und natürlich auch noch Testosteronblocker. Den nehme ich auch immer. Eine halbe Pille. So, bisschen Wasser hinterher und dann geht das auch schon gleich los. Das mache ich jetzt nur symbolisch. Okay, Leute. Am 12. Oktober 2020 begann dann meine Hormontherapie nach anfänglichen Schwierigkeiten. Wie gesagt, da war so ein Arzt, der wollte noch 1000 Tests machen. Und hat immer gesagt, nee, Girl, du kriegst die Hormone noch nicht. Pech gehabt. Und hat sich eine Freundin für mich eingesetzt und beschwert. Dann kam es zum Ärztewechsel. Und... Naja, da habe ich eine Ärztin bekommen und am 12. Oktober dann auch die Rezepte bekommen. Die war dann ein bisschen offener, die war nicht so versteift auf diese Tests. Und dann begann eben halt die Reise. Mega cool. An dieser Stelle kann ich schon mal sagen, dass ich diese Reise aktuell sehr genieße. Ich weiß einfach, dass sich der Körper in die richtige Richtung entwickelt, wie ich es mir schon immer gewünscht hatte. Weil, wie gesagt, bei Pubertät war ich voll neidisch auf die Girls, dass sich mein Körper nicht so entwickelt hat wie von anderen Girls. Aber jetzt, voll verzögert, entwickelt er sich endlich in die richtige Richtung. Und das alleine macht mich schon voll glücklich. Seitdem ich die Hormone nehme, bin ich auch viel glücklicher und positiver drauf. Weil ich einfach weiß, jetzt, Girl, bist du richtig jetzt Girl. Jetzt läuft alles richtig. Ja. Und naja. Wie ihr wahrscheinlich im Laufe des Videos merken werdet, ist die Reise auch sehr, sehr interessant. Und ich habe bislang alles genossen, außer vielleicht so eine Kleinigkeit. Aber naja. Dazu kommen wir noch. Ich habe also am 12. Oktober schon die Hormone genommen. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Endlich habe ich meine Hormone und so. Und naja, dann lag ich später im Bett. Ja, das steht zwar 12. Oktober, aber wirklich nachts. Da lag ich im Bett und alles fühlte sich schwer an. Die Muskeln, als hätte ich ewig lang getragen. Also, wo ich hier umgezogen bin, da hat mir jemand geholfen. Altes Match-Kollege. Und naja, wo wir die Sachen alle hochgetragen hatten, da ging es mir so scheiße. Ich hatte Muskelkater überall. Ich habe ja voll die schweren Möbel. Teilweise... Marke Eigenbau bedeutet, es ist aus echtem Holz. Wisst ihr, wie schwer Echtholzschränke sind? Nee? Wollt ihr auch gar nicht. Die kannst du gar nicht alleine heben. So schwer sind die. Und da hatte ich auch übelst Muskelkater. Und das hat wieder diese ähnliche Vibes gehabt. Und jetzt halt euch fest, das war überall zu spüren. Arme, Beine, Oberschenkel und sogar beim Hoden. Ohne Scheiß. Muskelkater am Hoden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Was ist das für ein komisches Gefühl? Da dachte ich auch so, okay, interesting. Hab direkt erst angefangen damit, aber irgendwie merkst du schon was. Das war übrigens nur die ersten 2, 3 Tage. Heutzutage habe ich das nicht mehr. Das war wirklich so, du nimmst die Tabletten, okay. Die Tabletten wirken, die Hormone wirken und dann denkt sich der Körper so, oh shit, ich muss mich voll umstellen jetzt. Und deswegen dieser Muskelkater. Weil eine Nebenwirkung von den Hormonen ist ja auch, dass die Muskeln zurückkehren.
Und ich denke, das hat sich da schon so ein bisschen angedeutet. Wobei ich ja eigentlich nie Muskeln hatte. Naja, jeder Mensch hat Muskeln, aber ich war nie so ein Bodybuilder oder so. Naja, 19. Oktober 2020 habe ich geschrieben, irgendwie fühle ich mich viel glücklicher und springe durch die Wohnung. Ja, das war so geil. Ohne Scheiß. Eine Woche, nachdem ich die Hormone genommen habe, haben die wahrscheinlich schon voll gewirkt und ja, ich habe es richtig genossen. Erstens, wie gesagt, weil ich weiß, dass sich der Körper in die richtige Richtung entwickelt. Und zweitens, Leute, die Menschen bräuchten viel mehr Östrogene. Das ist einfach ein Fakt. Die ganze Negativität ist weggegangen und ich war einfach mega glücklich über mich, dass ich jetzt endlich mein Leben leben kann als Girl, was ich halt scheinbar war. Und diese weiblichen Hormone lösen irgendwie Glücksgefühle aus. It is a fact. Die machen richtig glücklich, weil die ganze Negativität und negativen Gedanken eliminiert werden. Und das habe ich schon nach einer Woche extrem gespürt. Das ist auch bis heute hin noch so. Es gibt Tage, wo es extrem ist. Gestern war zum Beispiel wieder so ein Tag, da dachte ich auch, oh mein Gott, was ist los? Weil bei diesen extremen Tagen, da findest du alles lustig, lachst über alles, bist die ganze Zeit nur positiv und voll gut drauf. Dann gibt es Tage, da ist es dann nicht so, aber ja, die meisten Tage ist es halt so. Und am ersten Mal war es am 19. Oktober. 25. Oktober, die Brust tut leicht weh. Brustwarze wird größer und empfindlicher, war es so, baut sich langsam auf. Ja, da habe ich gemerkt, okay. So nach 13 Tagen, nach 2 Wochen quasi, dass ich bei der Brust ein bisschen was tut. Klar, ist immer noch eine kleine Mädchenbrust. Und das kann auch 5 Jahre dauern, so der Brustaufbau und so. Aber ich habe gemerkt, hey, da tut sich was. Es tut weh, es entwickelt sich. Du musst wissen, wir Frauen haben ja nicht nur eine Brustwarze, sondern auch diesen Warzenhof. Das klingt voll eklig, ne? Warze. Ich muss mal an The Legend of Zelda Majora's Mask denken oder an A Link to the Past. Da gibt es dieses Warzenauge und es ist halt eklig. Auf jeden Fall streckt sich das ein bisschen nach vorne und wird halt immer größer. Und oh mein Gott, Leute, ich bin beim Duschen mal mit meinen langen Fingernägeln. Die sind aktuell auch wieder ziemlich lang. Ah, die waren mal länger. Trotzdem sind die ziemlich lang. Und da bin ich mal beim Duschen mit den Fingernägeln an die Brust gekommen. Oh, Leute. Wenn ihr wissen wollt, was Schmerzen sind, dann habt lange Fingernägel und Brüste und kommt damit dran. Oh, das tat so weh. Das tat so weh. Weil die Frauenbrustwarzen sind viel, viel empfindlicher und die werden auch immer wieder empfindlicher über die Zeit. Und das hat schon mega weh getan. Ich weiß nicht, an welchem Tag das war. Das war auf jeden Fall nicht am 25., das war ein bisschen später. Könnte irgendwie Anfang November gewesen sein, aber das war so heftig. 31. Oktober 2020. Ich merke mal an mir schauen, wie toll es ist, eine Frau zu sein. Da ich mir Mitfühle und Emotionen krasser verspüre und auch leicht zulassen kann. Ja, da habe ich Sword Art Online geschaut. War of the Underworld, 2. Staffel. Und wo die da alle zusammenkamen. Ne? Die ganzen alten Charaktere. Und Asuna und Kirito. Und wo Kirito da endlich wieder handeln konnte. Wo Kirito endlich aus seinem Rollstuhl wieder rausgekommen ist. Da habe ich voll geweint. Ich fand das so krass. Das hat mich so mitgenommen. Und das war früher niemals so. Sword Art Online ist zwar ein emotionaler Anime. Und ist auch mega cool. Aber es ist halt nur Sword Art Online. Wenn ich bedenke, dass ich bei Your Lie in April echt wenig geweint habe damals. Und das ist wirklich ein mega trauriger Anime. Da möchte ich gar nicht wissen, wie ich jetzt auf die Anime reagieren würde. Wenn ich bei Sword Art Online schon am Weinen bin. Ja, ich habe das alles voll mitgefühlt. Es hat mehr Spaß gemacht, die Animes und Filme zu schauen. Weil du einfach alles mehr mitfühlst. Alles ist geil irgendwie, ich weiß nicht. Ne, wenn du so nur auf Testosteron bist, so typisch Mann halt, denkst du so, oh, okay, ja, voll in Ordnung, ja, war ganz cool.
Weißt du, das ist irgendwie nur das halbe Leben. Das ist irgendwie langweilig. Ja, alles ist allen gleichgültig und man ist so emotionslos und ja, das meine ich halt damit, ich enjoye diese Reise bislang. Weil das fühlt sich an wie so ein DLC. Man nimmt die Hormone und alles ist irgendwie geiler und besser. Für mich persönlich. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich einfach die Hormone haben möchte, weil ich sowieso ein Mädchen bin. Nein, einfach solche Sachen. Solche Sachen sind einfach schon mega cool. 1. November 2020, erste Nebenwirkung traten auf. Nein, das war so scheiße. Oh Gott. Leute. Das war das eine, was ich meine. Bis auf eine Kleinigkeit mag ich die Reise bislang. Und das ist die Kleinigkeit. Der 1. November 2020 war wirklich zum Kotzen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, es liegt wirklich an der Östrogen und nicht am Testosteronblocker. Vom Testosteronblocker kriegst du ja angeblich Depressionen. Ich hatte nicht eine Depression. Ich bin nur glücklich. Und naja. Da saß ich halt gefühlt 5 Stunden auf dem Klo am 1. November. Wow. Da ging es mir echt dreckig. Habe ich auch gedacht, oh nein. Nicht, dass das jetzt jede Woche ist. Nee. War tatsächlich nur ein Tag. Da dachte sich der Körper, oh nein, ich will nicht. Aber der Körper muss. Der Körper muss auch wissen, dass ich ein Girl bin. Mittlerweile weiß das, wie gesagt, die Nebenwirkungen sind nie wieder gekommen. Aber den Tag wirklich nur auf dem Klo. Und ich habe ganz normal gegessen. Nicht, dass sie jetzt sagt, ja, Girl, du hast bestimmt was Falsches gegessen. Das liegt nicht an den Hormonen, das liegt nicht an den Tabletten, lalala. Nee, ganz normal gegessen. Und Durchfall ohne Ende. Ist natürlich voll eklig, immer darüber zu sprechen. Aber was soll ich sagen? So war es nun mal. 3. November, die Haut ist etwas weicher geworden. Ja, da lag ich im Bett und dachte mir so, schon viel weicher. Kann auch sein, dass sie am 2. oder am 1. November schon weicher war. Aber da habe ich das so gemerkt. Holy shit. Weil ihr müsst wissen, jetzt, wo es ein bisschen kälter geworden ist, creme ich mich nicht mehr so oft ein. Sprich, ich benutze weniger Bodylotion. Einfach weil ich keinen Bock habe, in der Kälte zu sitzen, nackt. Aber wenn du Bodylotion benutzt, muss es erst einziehen und es kann teilweise eine Stunde dauern. Und wenn du dann eine Stunde nackt in die Kälte sitzt und ich heize ja auch mal in Wohnungen, dann ist das nicht so toll. Aber trotzdem, ohne Bodylotion, ich glaube, da habe ich 2 Wochen oder so keine Bodylotion gehabt, habe ich dann meine Haut angepackt und habe so gedacht, hey, sonst war die immer so hart und rau und du hast jetzt nicht mehr Bodylotion benutzt und sie war trotzdem weich. Voll cool. 5. November 2020. Scheinbar hat sich die Körperform schon angepasst. Vor allem mein Bauch und mein Hintern. Das war so ein richtiger euphorischer Moment. Das fand ich so cool. Denn meine Hose, selbst wenn ich den Gürtel auf engste Stufen mache, meine Boy-Mode-Hose, die passt nicht mehr richtig, die rutscht, die fühlt sich richtig kacke an. Man merkt einfach, dass die sich nicht mehr wirklich dem Hintern und so anpasst. Die hat noch nie gut gesessen, die Hose, aber mit dem Gürtel funktioniert das eben halt immer. Und naja, jetzt ist es ja mit dem Gürtel irgendwie falsch. Und bei Unterhose war es auch richtig extrem. Ich weiß nicht, ob der Hoden oder der Penis schon ein bisschen geschrumpft ist oder ob das wirklich nur an dem Hintern liegt. Auf jeden Fall, ich habe ein paar alte Unterhosen gehabt, die haben gar nicht mehr gepasst. Ich kann euch ja auch eins sagen, mittlerweile habe ich auch alle Boy-Unterhosen weggeschmissen. Einfach weil die sich komplett scheiße anfühlen. Die rutschen, die umschließen nicht alles richtig. Und sind halt viel zu weit. Mittlerweile brauche ich halt richtige Frauenunterhosen. Richtig schöne Panties, die halt richtig eng anliegend sitzen. Weil alles andere nicht mehr richtig funktioniert. Und das hat mir so ein richtiges euphorisches Gefühl gegeben. So die Körperform sieht weiblich aus. Ist auch nicht mehr diese Birne,
sondern schon so richtig sanduhrmäßig, wie es halt bei Frauenkörpern so ist. Und halt der Hintern, der so richtig knackig ist. Und ja, wenn du eine breite Hose nimmst, dann rutscht es und rutscht es und rutscht es. So cool, ey. So cool. Aber das ging echt schnell. Gut, ich hatte schon immer eine feminine Statur. Zierlich. Und ich habe keine breiten Schultern oder sowas gehabt. Und von daher ging der Prozess wahrscheinlich auch viel, viel schneller. I don't know. 8. November 2020. Ach, das war dieser Tag. Ja, da habe ich Dynasty Tactics aufgenommen. Dynasty Tactics 2. Und 3 Stunden nach der Hormoneinnahme fühlte ich mich wie so ein verspieltes Mädchen. Da fand ich alles lustig. Da habe ich nur Späßchen gemacht, habe nur gelacht. Da war ich wie auf so einem Drogentrip. Ich weiß nicht, warum das so extrem war, diesen Tag. Aber da haben die Hormone richtig hart gewirkt. Das habe ich dann auch gesagt, so, oh mein Gott, sorry, ich finde gerade alles lustig. Es liegt bestimmt an den Tabletten. Und ja, so war es auch. Natürlich liegt das an den Tabletten. Wenn man plötzlich Freude am Leben hat und einfach diese positiven Sachen aus den Tabletten nimmt. Weil, wie gesagt, ich finde, die lösen sehr viel Euphorie aus. Dann passiert das eben halt. Und Dynasty Tactics 2 ist so ein Spiel, da passieren manchmal komische Dinge oder kratz Kombos und naja, die Kombination mit der Hormonen war dann ziemlich interessant. Ich fand plötzlich alles witzig und habe nur noch gelacht. Schöner Tag. Am 21. November 2020 hatte ich einen heftigen Heulanfall bei dem Lied Simply Me von Everyone Dies in Water. Das ist eigentlich eine Elektro-Core-Metal-Band, aber Simply Me ist halt so eine Ballade. Und der Text und generell, wie das Lied aufgebaut ist, hat mich so zum Weinen gebracht. Naja, zum Wachwerden höre ich meistens immer ein Album, egal ob es jetzt Elektro ist, Metal ist oder sonst was. Und da habe ich eben halt Bock auf Everyone Dies in Water gehabt. Und wo das Lied kam, holy shit, Tränen wie ein Wasserfall. Es hörte nicht auf, es hörte nicht auf, es hörte nicht auf. Ich habe bestimmt eine Stunde oder so geweint. Es war so heftig. Ich habe selten so geweint. Bei einem Lied. Vor allen Dingen hatte ich das vorher nicht. Das ist die Magie der Hormone, Leute. Und das liebe ich so. Diese Reise. Das fühlt sich alles viel besser an. Das Leben ist viel bunter geworden und schöner. Man hat viel mehr Emotionen, mehr Gefühle und das feiere ich. Ich liebe es so sehr. Am 7. Dezember 2020 habe ich eben halt starkes Kälteempfinden gemerkt. Oh Gott, das war so schlimm. Ich bin rausgegangen, Hände sofort eingefroren, Ohren sofort eingefroren. Und ich habe generell viel mehr gefroren. Früher hätte ich mit T-Shirt rausgehen können bei 0 Grad. Ich habe nichts gemerkt. Heutzutage gehe ich mit fetter Winterjacke und 2 Sachen raus und trotzdem friere ich. Das ist das Problem, wenn du eine Frau bist. Weil, wenn die Haut weicher wird, wird sie quasi auch dünner und man hat ein stärkeres Kälteempfinden. This is a fact. Habt ihr euch schon mal gewundert, warum Frauen immer mehr frieren? Jetzt wisst ihr es. Dann gibt es ja auch so romantische Szenerien, so, ja, nimm meinen Mantel, Girl. Und das nicht ohne Grund. Und ich kann euch eins sagen, Weihnachten, das habe ich jetzt nicht notiert, da hatte ich das auch wieder. Da sind wir dann rausgegangen mit Stiefbruder, Freundin vom Stiefbruder, Vater, Stiefmutter und den Hund von meinem Stiefbruder. Und naja, alle haben mich angeguckt, ich war voll am Frösteln und ich habe die ganze Zeit nur so geweint. Oh Mann, warum habe ich meine Handschuhe zu Hause gelassen? Warum habe ich meine Handschuhe zu Hause gelassen? Du musst wissen, ich habe die Handschuhe von Madoka Marke und die hätte ich davor gern gehabt, ey. Weil meine Hände, ich gehe raus bei kalten Situationen, die sind sofort eingefroren. Was bedeutet das? Es tut schon weh, ich kann mich kaum noch bewegen und das hatte ich schon immer, aber das ist jetzt extrem geworden. Und das auch an Ohren. Zum Glück gehe ich meistens immer mit Kopfhörer raus. Und Kopfhörer wärmen ja zum Glück auch die Ohren. Das ist cool. Stimmt, besonders an Händen und Füßen. Ja,
An Füßen habe ich es auch gemerkt. Ja, Girl, dann hol dir irgendwelche Winterstiefel mit Fell oder was drin. Ja, habe ich nicht. Vielleicht wird's helfen. I don't know. Am 10. Dezember 2020 habe ich Madoka Magica rewatcht und ja, das war eine Erfahrung für sich. Ich habe so viel geweint. Es ist sowieso der beste Anime. Ihr wisst, dass ich ja Anime liebe. Ich habe alles von Madoka. Ich habe die Kette von Madoka, habe ich auch gerade um. Ich habe den Ring von Madoka. Ich habe so viel von Madoka Magica. Und vor allen Dingen von Madoka, weil das mein Lieblingscharakter ist. Und naja. Man müsste ja denken, okay, du kennst die Anime schon. Du rewatchst es. Ist jetzt nicht mehr so intensiv. Ist nicht mehr so geil. Es war viel intensiver als beim ersten Mal. Wegen den Hormonen. Es war einfach so ein Weinfestival Deluxe, ey. Ich habe so viel geheult, das war nicht mehr normal. Es war so intensiv, ich habe alles mehr mitgefühlt und es war so toll und so cool. Echt toller Tag, habe ich mit dem Girls geschaut. Hab mir richtig was fertig gemacht, habe ich auch auf Instagram gepostet. Hab mir richtig viel Süßkram fertig gemacht, mit Parfüm eine angenehme Atmosphäre gemacht. Das war einer der besten Tage in 2020, actually. Ja, Januar, immer schlechter werdende Blase. Oh mein Gott, Leute, das ist schon langsam peinlich. Es gibt Momente, da bin ich dann alle 2 Stunden auf dem Klo. Manchmal ist die Blase etwas besser, aber die ist viel, viel schlechter geworden. Dadurch, dass der Penis schrumpft, dadurch, dass der Hoden schrumpft, schrumpft wahrscheinlich auch die Blase. I don't know. Ihr kennt sicherlich, dass die Girls und die Frauen halt viel öfter auf Klo müssen. Und das merke ich mittlerweile auch. Ich kann nicht mehr so lange aufhalten. Ich erinnere mich an die Schulzeit. Ich wollte niemals auf die Schultoilette. Ich weiß nicht, ob es nur an den Jungsklos lag. Ich denke schon. Ich denke, dass die Mädchentoiletten viel, viel sauberer und schöner sind. Aber naja. Die Jungsklos waren auf jeden Fall dreckig ohne Ende und da wollte ich nie drauf. Sprich, ich habe teilweise aufgehalten. Und das sogar bei einem 9-Stunden-Tag. Von 8 bis 16 Uhr war ich teilweise 2-mal in der Woche in der Schule. Und ich habe es geschafft, diesen Tag zu überleben, ohne aufs Klo zu gehen. Das könnte ich heutzutage gar nicht mehr. 8 bis 16 Uhr, das sind 8 Stunden, oder? Ja, 8 Stunden. 8 Stunden, ohne auf Toilette zu gehen. Nee, könnte ich heutzutage nicht mehr. Und was habe ich da getrunken? Kaffee und hast nicht gesehen. Alle Sachen, die tatsächlich treiben. Normalerweise muss davon voll schnell auf Toilette. Mini Cecile dachte sich so, nö, ich muss nicht, ich halte auf. Nee, ich hatte wie nie ein Toilettengefühl. Und die meisten, die tatsächlich immer wieder auf dem Klo waren, waren die Girls. Die haben sich dann so gemeldet, Herr Lehrer, kann ich bitte einmal kurz aufs Klo? Ja. Und das merke ich auch, dass das langsam bei mir eintritt. Die Blase ist richtig schlecht geworden. Richtig, richtig schlecht. Zusammenfassend kann man sagen, da das jetzt die ersten 3 Monate sind, wir haben viel, viel positiver geworden. Negative Sachen habe ich komplett aussortiert. Ich lache viel mehr. Ich weine viel mehr. Ich sehe die Welt viel bunter und viel facettenreicher. Und ich weine voll oft. Manchmal habe ich so Tage, weine ich einfach random, weil ich so glücklich bin. Es fühlt sich noch so unreal an, dass es jetzt alles einfach so funktioniert. Dass ich nach so vielen Jahren endlich Mädchen sein kann. Dass ich nach so vielen Jahren endlich glücklich bin. Es fühlt sich einfach so unreal an. Und dann denke ich drüber nach und dann weine ich wieder. Was meint ihr, wie oft das passiert? Ich schaue irgendwie mir was an und dann weine ich. Es ist einfach so intensiv geworden. Wie gesagt, es fühlt sich einfach an wie ein DLC. Es ist so viel geiler und so viel besser. Früher war es nicht mal die Hälfte davon. Und jetzt ist einfach mega cool. Ich enjoy jeden Tag, seitdem ich die Hormone nehme. Es war einfach die beste Entscheidung, die ich in meinem gesamten Leben getroffen habe. Und ich bin gespannt, wohin die Reise noch führt. Wir sehen uns in 3 Monaten wieder. Da werde ich dieses Tagebuch weiterschreiben und euch dann erzählen, wie es mir geht. Ich weiß nicht, ob es auch so lang wird.
je nachdem, was sich ändert, was jetzt am signifikantesten ist, am Anfang zumindest, sind die Gefühlsdinge. Dass man einfach voll oft random weint und dass man generell viel glücklicher ist. Ich bin gespannt, wie sich das alles intensiviert und wohin die Reise noch geht. Leute, das war's vorerst erstmal wieder. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!